Hallo und herzlich willkommen zum ersten Produktinterview von der Firma Textornet. Mein Name ist Melanie und heute wird uns der Felix ein ganz besonderes System vorstellen. Ja, hallo Melanie. Heute wollten wir euch den Bitphoenix Prodigy vorstellen. Wir haben ja einfach mal eine Konfiguration vorbereitet. In dem Fall haben wir ein Gigabyte Z77N Mainboard verbaut. Dann haben wir einen 3570K als Prozessor genommen, 16 GB Arbeitsspeicher von der Firma Corsair verwendet, eine Asus GTX 670 als Grafikkarte integriert und ein Netzteil auch von der Firma Corsair mit 650 Watt. Dann haben wir noch eine Festplatte mit der Speicherkapazität von 1 Terabyte und als Kühler haben wir in dem Fall den EKL Alpenfilm Brocken genommen. Das sind aber ganz schön viele Komponenten in so einem kleinen System. Ja, das ist vollkommen richtig. Ist ja auch eins der kleinsten und flexibelsten Mini-ITX-Systeme, die es momentan auf dem Markt gibt. Und was ist noch so was Besonderes an dem Gehäuse? Ja, bei dem Gehäuse hat man die Möglichkeiten, bis zu 9 HDDs oder SSDs einzubauen, unter der Voraussetzung natürlich, dass eine kleine Grafikkarte drin ist. Ansonsten hat man die Möglichkeit, das Ganze entweder, wie es in unserem Fall ist, luftgekühlt zu betreiben oder das Ganze auch mit einer Wasserkühlung auszustatten. Und was natürlich auch sehr praktisch und einfach ist, sind die beiden Griffe, die hier oben dran sind. Das heißt, man kann es recht einfach handeln, ist beispielsweise für LAN-Partys sehr gut geeignet. Wow, das hört sich ja echt super an. Ich habe gehört, es gibt noch ein ganz besonderes neues Feature in dem Gehäuse. Das ist vollkommen korrekt. Und zwar haben wir jetzt die Möglichkeit, dass man hergehen kann, die Front- und die Seitenteile austauschen kann. Das heißt, man kann beispielsweise an den Seitenteilen jetzt anstatt ein komplett zues Gehäuse, kann man eine Seite mit einem Window ausstatten. Und bei der Front kann man halt verschiedene Sachen dran machen. Ich zeige euch das einmal. Man kann die Front recht einfach abmachen. Hat man 4 Clips, die einfach zu lösen sind. Und dann kann man hergehen und beispielsweise eine andere Front, in dem Beispiel auch wieder eine weiße mit einer pinken Umrandung oder natürlich auch das Ganze in schwarz, in dem Fall ist es eine Mesh-Front mit einer orangen Umrandung, das Ganze auszustatten. Somit könnte ja jeder das Gehäuse auf seine eigene Art und Weise zusammenstellen. Welche Farben gibt es dann noch? Ja, die Farben an dem Grundgehäuse haben wir entweder die Möglichkeit, das Ganze in weiß, schwarz, rot oder orange zu nutzen und dann kann man natürlich hergehen und die Seitenteile und die Front anpassen. Hier haben wir jetzt einfach mal 2 Beispiele noch stehen. Man kann natürlich auch noch viele weitere Möglichkeiten nehmen, das Ganze mit einer silbernen Umrandung, das Ganze nicht im Mesh-Format, sondern auch einfach nur reines Schwarz vorne dran zu machen und natürlich die Laufwerkschächte werden auch dementsprechend ein wenig farblich angepasst. Da hat man alle Möglichkeiten. Das Gehäuse lässt sich wirklich sehen. Weitere individuell konfigurierbare Systeme findet ihr auf textor.net. Ich freue mich auf nächste Woche.